Und damit seid gegrüßt, wenn die Zweige genommen habe, zum Ende zum 21. Türchen des Adventskalenders. Zu einem neuen Projekt hier im Adventskalender. Vier Parts kriegen wir damit noch voll. Wir spielen Pokémon Morgenrote Edition. Ein weiterer kleiner Fanhack. Den Ersteller seht ihr oben rechts. Ich hoffe, dass ihr ihn seht. Dass das alles im Bild ist. Unova heißt er, der das hier erstellt hat. Ja. Schauen wir doch mal rein. Guck mal, was das Spiel uns zu bieten hat. Da würde ich doch direkt sagen, starten wir gleich mal in ein neues Spiel. Und ja, spielen wir Pokémon Feuerrote Edition. Im Adventskalender, im Pokémon Adventskalender. Auf geht's. Viel Spaß beim Spielen von Pokémon Morgenrot Edition. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen in der fabelhaften Welt der Pokémon. Ihr merkt, es ist auf Deutsch. Das ist schon mal was anderes als die letzten Folgen von Pokémon Reborn. Jetzt haben wir hier deutschen Text. Das ist ein deutscher Ersteller, wenn ich das richtig gesehen habe. Du kannst mich gern Rosalie nennen, wenn du willst. Und glaube ich hier Pokémon, nicht Pokémon, sondern im RPG Maker erstellt, aber ja, trotzdem großartiges Ding. Im selben Ding erstellt wie Pokémon Uranium, also RPG Maker muss nicht heißen, dass es schlecht ist. Also Pokémon Uranium habt, da haben wir schon gespielt. Ich bin eine weltweit anerkannte Professorin aus Nguru und erforsche das Wesen der Pokémon. In Nguru gibt es nämlich Pokémon aus aller Welt. Echt erstaunlich, oder? Ich könnte mir keinen besseren Beruf vorstellen. Kann ich dir etwas behilflich sein? Hast du etwas Spezielles auf dem Herzen? Steuerung, Abenteuer, nein, danke. Also Steuerung, da müsste mit der Maus eigentlich hier. Maus und Tastatur. Pfeiltasten. Okay, C, use to confirm choice, okay. X, exit, Z. Okay, hier werden wir schon irgendwie rausfinden. F5, da liegt zum Glück nichts drauf, sonst wäre es blöd in OBS. Werden wir schon hinkriegen. Erzähl mir was zum Abenteuer. Nun höre gut zu. Bist du bereit, ein Abenteuer der Extraklasse zu erleben? Dann begib dich auf eine unglaubliche Welt aus Spiel, Spaß und Pokémon. Die Nguru-Region beschert dir einen abwechslungsreichen Weg zum Aufstieg deiner selbst. Finde deinen eigenen Weg. Außerdem wirst du keinen sowie kleinen sowie großen Herausforderungen gegenüberstehen. Denk daran, dass es immer das Gute und das Böse gibt. Es ist besser, keiner der beiden Seiten zu unterschätzen. Dann hat dich die Welt der Pokémon schon etwas neugierig gemacht? Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns starten. Pokémon und Menschen pflegen ein unzertrennbares Band miteinander. Einige sind zu sehr mit ihren Pokémon befreundet, dass sie durch jeden Kampf gehen. Die Leute nennt man Trainer. Andere spielen mit ihnen und nehmen an Wettbewerben teil. Dabei werden die Pokémon als Haustiere gehalten. Dennoch verheimlichen uns die Pokémon noch einiges. Doch wir, die Wissenschaftler, werden niemals aufgeben. Doch nun zu dir. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? So, schwere Frage. Entscheide ich mich mal wieder hierfür. Und wie lautet dein Name? Nehmen wir doch den hier. Kleinbuchstaben. Ja, gibt's. Hübsch.
bist also Max. Jupp. Finde ich schön. Jupp. Freut mich, mit dir Bekanntschaft zu machen. Ich hörte, dass du vor kurzem von Safronia City nach New Antigua gezogen bist. Wunderbar. Vielleicht läuft man sich ja über den Weg. Wir werden sehen. Fühl dich geborgen in deinem neuen Zuhause. Sie haben eine neue Nachricht. Hallo Max. Ich bin bei den neuen Nachbarn zu Besuch. Ich will, dass du auch drüber kommst. Bis gleich, Mutti. Ah ja. Das ist hier alles. Das Spiel ist in Pokémon Weiß und Schwarz. Look, also ein Pokémon 5. Generation, wenn mich nicht alles täuscht, gestaltet. Jo, hier haben wir unser eigenes Bett. In dem Regal stehen lauter Bücher über die Kanto-Region. Ist das etwa 50 Shades of Pooh? Okay, Spielertumor. Wir werden noch sehen, was uns. Ich bin relativ blind hier. Ich kenne mich hier ziemlich wenig aus. Ich habe nur ein paar Vorschaubilder gesehen, wie das Spiel so ausschaut. Fernsehen läuft eine Dokumentation, wie man Pokémon-Regie herstellt. Okay. Das ist eine Toilette. Das ist eine Badewanne oder was? Okay. Das ist Franziska. So, raus geht's. Okay, wen haben wir hier? Gut gemacht, Taubsi. Wow, Taubsi, du bist ja so mega cool. Bald werde ich auch eventuell auf Wanderschaft gehen. Angehen. Guten Tag. Och, du bist Max. Was, wieso auch? Wieso bin ich auch? Freut mich, dir eine neue Basis der Freundschaft aufzubauen. Mein Name ist Timmy und ich wohne in dem Haus, welches neben deinem liegt. Ich muss jetzt los, aber über einen Besuch würde ich höchst erfreut sein. Der feine Herr ist höchst erfreut. Haus von Max. Haus von Timmy. Oh ne, der kleine Timmy. Auf dem wird's gut gehen. Ich störe jetzt nicht. Dieser Kampf bedeutet sehr viel für mich. Ah, okay, hier wird nicht der Ausgang der Stadt, sondern hier der Bereich vor meinem Haus blockiert. Mit zwei Kämpfen, ne? Was willst du? Ich muss mich konzentrieren. Also geh. Sehr schön. Die haben einen Pool. Nachbars haben einen Pool und wir nicht. Wir haben eine Liege dafür. Okay. Liege, die absolut keinen Sinn macht, die mit dem Gesicht zur Hecke. Die Hecke ist wahrscheinlich ein bisschen höher. Ist jetzt hier nur so dargestellt. Es macht absolut keinen Sinn, dass wir den Sonnenschirm die uns die Liege haben und die den Pool. Max. Schnell, Max. Deine Mutter hat schon auf dich gewartet. Okay, was gibt's, Mutters? Guten Tag, Max. Geht es dir gut? Ach, ich sehe doch, dass mein kleiner Schatz nichts fehlt. Das hier ist Veronika. Sie ist die Mutter von Timmy. Hallo, Max. Schön, dich kennenzulernen. Ich wünschte, dein Vater wäre auch hier. Oh, der Vater wird erwähnt. Das ist großartig. Das ist was Neues in Pokémon-Spielen. Okay, in Pokémon Uranium gab es den auch schon. Da spielte der sogar eine Rolle. Da gab's da war der eine Wissenschaftler an diesem Atomkraftwerk. Aber nee, ich glaube ein Ranger, so ein Pokémon Ranger war der später. Schön, dass er hier auch mal erwähnt wird. Aber da er als Manager der MacMail Company viel arbeiten muss, ist ja klar, dass er fast nie zu Hause ist.
Jetzt wird sie endlich mal erklärt, dass wir nun eine alleinerziehende Mutter haben. Max, du musst dir sofort was mit mir ansehen. Es geht um die diesjährige Auswahl. Die Auswahl? Was wird ausgewählt? Trainer, Pokémon, Items, andere Dinge. PC-Schnüffer und kann man nicht. Max, das musst du dir ansehen. Was gibt's zu sehen? Let's play forward. Unser Moderator Jens. Es ist unglaublich, aber wahr. Das Professorenteam der Ingurio-Region ist wieder bereit, 3 Jugendliche auf Reisen zu schicken. Dafür bekommen die Auserwählten ein Pokémon und ein Pokédex, damit sie für die Exkursion gut gewappnet sind. Diese Reise dient zum Forschungszweck und Fortschritt, um das Wissen der Heiden. Der Heiden-Pokémon-Welt? Wir haben den Kopf des Projekts vor unsere Kamera gekriegt. Professor Rosali, aus welchem Teil der Ingurio-Region kommen denn dieses Jahr die Glücklichen? Mein Team und ich haben uns entschieden, Kinder aus dem Norden der Region auszuwählen. In Frage würden die Städte Nuantia, Yamura, Rankesha City oder Aura City kommen. Ich werde es den Betroffenen persönlich mitteilen. Diese können sich dann ein Pokémon aussuchen und die Abenteuer starten. Okay, danke, Professorin Rosali. Das war unsere Reportage live aus Nuantia. Ich gebe wieder an Mark ins Studio. Ein eigenes Pocket-Monster zu besitzen, da wird es eigentlich mal ausgeschrieben, wäre mein größter Traum. Dann hätte das fragile Taubsi meiner Mutter auch mal eine Auszeit. Sagt man das so? Natürlich würde ich die Ingurio-Liga herausfordern. Und du neu zugezogener? Hey Max und Timmy. Ich will jemanden sprechen. Wer das wohl sein mag, wer da unten auf uns wartet. Lass uns runtergehen. Überraschung, wir wurden ausgewählt. Sieh nur, Max. Geht das wirklich für sie in Ordnung? Aber natürlich, seine Chance bekommt man nur einmal in seinem ganzen Leben. Es freut mich, das zu hören. Timmy, Max, schön euch zu sehen. Wie geht's euch so? Bestens, danke der Nachfrage. Keine Ursache. Ich bin hier, um etwas mitzuteilen. Mein Gehirn meldet positive Ströme. Und deins? Ich hab ja gerade den Bericht über die Auswahl gesehen. Woher weiß die, dass wir da oben den Bericht... Vielleicht hat's Mutters gesagt. Mir hat's Mutters verraten, dass wir oben sitzen und Fernsehen gucken. Das kann sein. Dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Sie meinen, wir kriegen ein eigenes Pokémon? In der Tat, Timmy. Da dein Vater einer unserer Projektleiter ist, bist du einer der 3 Auserwählten. Ich will ja dem Professoren jetzt nicht Vettergesellschaft vorwerfen oder so, aber da dein Vater Projektleiter ist, ist doch schon ein bisschen. Normalerweise bei Gewinnspielen, das ist ja eine Auslosung, wer jetzt hier. Normalerweise bei Auslosungen und Gewinnspielen heißt es ja eigentlich, dass Kinder von oder Mitarbeiter der Firma irgendwie ausgeschlossen sind. Das ist auch schon okay. Etwas seltsam, aber ja. Und da Max gerade erst hierher gezogen ist, haben wir uns gedacht, dass wir Max eine Möglichkeit geben können, in Google uns zu erkunden. Wow, unglaublich, Frau Professorin. Kein Thema. Aber die Auslosung ist ja auch irgendwie, wird irgendwie nicht per Losverfahren gemacht, wird auch irgendwie, das macht sie einfach, sie entscheidet, sie sucht sich einfach
Suchst du einfach drei Kinder aus, die so hübsch findet, und dann schickt sie die, holt sie sich zu dir ins Labor und dann schickt sie ins Abenteuer. Wer da seltsame Gedanken hat, ihr Bösen. Wer böse, wer sowas denkt. Es würde mich freuen, euch noch heute in meinem Labor empfangen zu dürfen. Wir werden da sein. Wunderbar. Ich mache mich nun nach Rancasa City. Ihr seid ja schließlich drei im Bunde. Bis nachher. Noch einen schönen Tag. Jetzt haben die Eltern für uns viel Geld gezahlt, dass wir da teilnehmen können. Jetzt muss die noch ein drittes Kind irgendwie. Muss noch ein drittes Kind viel Bestechungsgeld zahlen. Mutter, darf ich mich auf zum Laborium machen? Aber natürlich, Timmy. Pass aber auf dich auf, ja? Pff, natürlich. Du kommst danach, ja? Bis gleich. Max? Du musst nicht fragen, ob du ins Labor kannst. Geh einfach dorthin, okay? Das Labor liegt am Ende der Straße. Pass auf dich auf. Ich hoffe, ich werde es finden und mich nicht verlaufen. Wenn es am Ende der Straße liegt. Ich glaube, die Familie ist auch so ein bisschen was Elitäres hier. Das ist der hat jetzt gerade schon wieder Laborium gesagt. Das ist so ein bisschen Pocket Monster da auch was gesprochen. Das ist halt so, der ist so ein bisschen. Ich glaube, der Typ, der. Wir würden es ein bisschen mit elitären Geschwafeln nerven. Habe ich das Gefühl. Okay, die kämpfen nicht gegen uns. Wir haben auch noch keine Pokémon. Ich habe leider den Kampf verloren. Doch sehr viel Feuer hat alles gegeben. Und man sollte auf die Typvorteile achten. Gift-Pokémon sind Pflanzen-Pokémon halt im Vorteil. Hahaha, ich bin aus dem Duell erfolgreich hervorgegangen. Hey, das ist mein Spruch. Ich bin aus dem Kampf hervorgegangen. Nur Antiga ist sehr alt. Okay. Sprinten können wir noch nicht. Nur Antiga, ein Ort zwischen Wäldern und Wiesen. Da können wir sprinten. Nein, können wir nicht. Wen haben wir hier? Das Gebäude hinter mir ist ein Pokémon-Center. Hier kannst du deinen Pokémon wieder vollständig heilen lassen. Außerdem kannst du hier auch wichtige Items für den Traineralltag kaufen. Ach, das ist inkludiert im Pokémon-Center. Interessant. Und Gurudo ist eine komfortable Region, wobei es in jeder Stadt ein Pokémon-Center gibt. Der sieht mir ein bisschen, das ist doch das Sprite, doch ein Sprite von einem Team Galaktik-Gruppe aus der vierten Generation. Mit dem blauen Haaren. Wir sind gleich fertig mit den Wartungsarbeiten. Okay, ja, wenn ich aus dem Haus der Professoren rauskomme, ist das Labor fertig, ist das Pokémon-Center fertig, verstehe. Ich wohne schon seit Jahren hier und finde es immer noch atemberaubend. Scheint ein hübsches Örtchen zu sein. Wenn du über diese Brücke gehst, gelangst du auf Route 1. Route 1 ist einer dieser wenigen Routen, die man in alle Himmelsrichtungen betreten kann. Aha. Eine magische Route. Ist der Verlauf dieses Flusses nicht unglaublich romantisch? Ach, hätte ich doch nur einen Freund, mit dem ich diesen Anblick teilen könnte. Das ist immer traurig, Single zu sein. Ist der Verlauf dieses Flusses nicht unglaublich romantisch? Ach, hätte ich nur eine Freundin, mit der ich diesen Augenblick teilen könnte. Freunde? Ich habe da mal für dich einen kleinen Tipp. Da vorne steht eine Frau. Jetzt mal ein bisschen hier. Tut mir leid, doch dieser Durchgangstor. Wir gerade einen Kampf komplett Reinigung unterzogen. Wenn du dich noch ein wenig gedulden kannst, kann es später auch passieren. Okay, Rechtschreibung sitzt hier manchmal manche Stellen nicht ganz so gut. Hier ist noch ein Haus, da waren wir nicht drin. Ist das das Labor? Ne, sieht nicht so aus. In Inguru gibt es so manche Attraktionen. Die Ram und die Rump
Kriola Stahlbrücke ist berühmt für ihre unglaubliche Robustheit. Echt beeindruckend. Die Rompiola Stahlbrücke ist die längste Brücke in Gurus. Ich habe solch einen Hunger. Lies was, du stehst vom Kühlschrank. Ich nenne dir mal einige der größten Städte der Welt. Kanto, Safonia City und Prismania City, Yoto, Dukatia City, UN, Malvenfroh City, Sinnoh, Jubelstadt und Herzhofen, eine Stratos City, Carlos Illuminia City auf jeden Fall, ist bei allen, Guru, Lanto City, aha, Lanto City ist also hier die große Hauptstadt. Ich liebe mein pinkes Bett. Okay. Dann wollen wir mal die Straße weiter runter. Kann man kaum was anderes machen. Ich frag mich, wie warm das Wasser wohl ist. Ist es warm genug, um darin zu schwimmen? Das kann man auf einem Weg rausfinden. Diese Erhebung hinter mir ist von der einen Seite erreichbar. Und wenn man schon einmal heruntergesprungen ist, gibt es kein Zurück mehr. Tja, das kann manchmal sehr tragisch sein. Wow, das Labor von Professorin Rosalie. Hier ist auch eine Sackgasse. Professorin Rosalies Laboratorium. Spüre das Wesen des Pokémon. Es ist ungewohnt, dass da Professorin steht. Ich glaube, in den Pokémon-Spielen, es gab schon mal in Pokémon Schwarz und Weiß, gab es glaube ich sogar eine weibliche Professorin. Die aber glaube ich auch Professor hieß. Die wurde es einfach. Nächste mit Supertrank. Okay, haben wir auch schon Supertrank, bevor wir das erste Pokémon haben. Aber mit dem haben wir schon geredet. Hier. Ich bin draußen, um die Natur und den Lebensraum der Pokémon zu studieren. Na dann, viel Erfolg. So, ich glaube, wir müssen da mal rein. Hallöchen. Wann kommt denn endlich die Professorin, wenn ich fragen darf? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie ist bestimmt schon auf dem Weg Richtung Nuantiga. Max, da bist du ja. Ich warte schon ziemlich lang auf die Professorin, aber sie kommt einfach nicht. Ich will doch nur meinen Pokémon-Partner haben. Wir müssen uns gedulden. Nach der Assistent geht auch ein. Sie hat bestimmt unterwegs ein interessantes Pokémon getroffen. Ah, Max, Timmy, schön, dass ihr beide gekommen seid. Außerdem seid ihr sehr pünktlich, das gefällt mir. In Wankasa City habe ich eine dritte Person von ihrem Schicksal berichtet. Meine Güte, hat sie gestrahlt vor Freude. Also schön, kommen wir zur Sache. In diesen drei Pokébällen befindet sich je ein Pokémon, was euch auf eurer Exkursionstour durch Nguru begleiten wird. Es erwarten euch Pokémon vom Typ Pflanze, Wasser und Feuer. Das Feuer-Pokémon ist Glumanda. Es ist ein seltenes Pokémon aus der Kanto-Region. Das Wasser-Pokémon kommt aus einer Region und heißt Otaru. Okay, interessante Auswahl. Das knuffige Pflanzen-Pokémon kommt aus der Hoenn-Region und heißt Gigabo. Einfach nur drei Prachtexemplare. Aber nimmt diese Apparate noch. Max erhält den Pokédex. Max wird der Pokédex aufgezwungen. Und für dich, Timmy. Timmy erhält den Pokédex. Das Gerät, was ich euch gerade überreicht habe, ist der sogenannte Pokédex. Er speichert automatisch alle Informationen über Pokémon ab, die ihr selbst gefangen oder per Tausch erhalten habt.
Aber wenn ihr flieht, wenn, ja, wenn ihr flieht oder ein Pokémon nicht fängt, erwarten euch eher nüchterne Ergebnisse. Sekunde, ich muss mal hier gerade. So, habt ihr alles verstanden? Gibt es noch Fragen? Ich habe mich schon vorher belesen. Aber ja, ja gerne. Ich höre ich es noch mal von Ihnen. Fein, fein. Dann kommt ja jetzt die Stunde der Wahrheit. Wer von euch wird denn als erstes sein Pokémon auswählen? Ich würde Max den Vortritt lassen. Dann fällt mir die Auswahl leichter. Okay, Max, du darfst als erstes wählen. Was für eine Überraschung. Blumanda. Ja, niemals ist es ein bisschen verkehrt, aber ich glaube, ich nehme diesmal. Blumanda hatten wir schon, der schon Pokémon Reborn. Ich glaube, ich nehme, weil es eh nur vier Parts sind, die wir jetzt hier machen, nehme ich mal Gengar. Ich weiß, mit den Pflanzen-Pokémon könnte es eventuell, könnte es in manchen Arenen schwierig werden. Das geeignetste ist eigentlich auch so was Wasser-Pokémon, denke ich, aber ich glaube, Gengar ist ein gutes Ding, da können wir mit. Können wir was mit anfangen. Max obtained gegen. Oh, okay. Wurde nicht fertig übersetzt. Interessant. Would you like to give a nickname to Gengar? Auf einmal läuft's Englisch. Gengar's Nickname. So, wie nennen wir den denn jetzt? Ich würde sagen, das ist der klassische. Unser Starter-Pokémon. Schon öfter so auch in einem Standard-Pokémon-Spiel gewesen. Unser Starter-Pokémon heißt immer Modi. Das machen wir so. Aha, du hast also Gengar genommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann wähle ich Glumanda, weil es sowieso der stärkste ist. Naja, ich würde sagen, das Wasser-Pokémon ist schon. Max, wir haben jetzt ein eigenes Pokémon und einen Pokédex. Wir können jetzt die ganze Ingo-Region, was sage ich da, die ganze Welt umreisen. Wir sollten unbedingt die Pokémon unseren Eltern zeigen. Danke, Professor. Sie wissen gar nicht, wie zufrieden, nett ausgedrückt, ich gerade bin. Kein Geschehen, Timmy. Aber behandle dein Pokémon immer so, wie es auch wirklich verdient. Verstanden? Jawohl. Fein, fein. Dann kannst du deinen neuen Partner, deinen Eltern vorstellen. Werde ich auf der Stelle machen. Auf Wiedersehen. Bye. Kann ich auch. Ich habe das Gefühl, dass Tim mir einmal ein starker Pokémon-Trainer wird. Bei dir mache ich mir aber auch keine Sorgen. Ich bin der Hauptassistent von Professorin Rosalie. Wenn sie hier außer Haus ist, habe ich das Sagen hier. Und das letzte Pokémon, das kriegt dann der unbekannte Dritte. Ein sehr seltenes Pokémon aus einer weit entfernten Region befindet sich in diesem Ball. Wir müssen alles dokumentieren und festhalten. Macht Sinn. Ich bereite gerade das Essen für unseren kleinen Wingull vor. Wingull ist ein Pokémon mit dem Typenkombination Wasser und Flug. Somit ist das sehr anfällig für Elektroattacken. Das ist ein Wasserbecken im Labor. Max, warte. Bitte geh und sag deiner Mutter auf Wiedersehen. Ich glaube, sie würde sich große Sorgen machen, wenn du einfach gehst. Außerdem wünsche ich dir viel Spaß auf deiner Reise. Mach's gut. Was für nicht? Ich kann immer noch nicht sprinten. Kommen erst nachdem wir bei Muttis waren, bei Mutter waren. Die können wir wahrscheinlich auch noch nicht lang. Deswegen bleibt uns gar keine Wahl. Ja. Yep. Wir müssen zur Mutter. Ist ja nicht weit diesmal.
Hallöchen. Bin zu Hause. Hab Pokémon mitgebracht. Max, du hast ja echt ein total niedliches Pokémon ausgewählt. Aber was, wieso, das, seit wann wählst du Pflanzen-Pokémon aus? Das Starter-Pokémon ist doch immer ein Feuer-Pokémon. Was soll das auf einmal? Sieh doch nur, aber sieh doch nur diese Augen. Es ist ja irgendwie, ist trotzdem süß. Ach Max, für deine lange Reise wirst du wohl das hier benötigen. Das ist eine Karte der Inguru-Region. Trainer als Karte. Ist unpersönlich geschrieben. Der Text. Max steckt das Item Karte in die Basis-Items-Tasche. Bitte pass immer auf dich auf, Max. Über einen Besuch würde ich mich auch freuen. Ich liebe dich, mein Schatz. Gute Reise. Ich dich auch, Mami. Kapitel 1. Start in ein neues Abenteuer. Epilog haben wir geschafft. Auf geht's. In die Welt der Pokémon. Wobei. Zumindest etwas merkwürdig. Speichere das Spiel mal gerade. Beutel. Ein Supertank haben wir drin. Briefe. Die Karte will ich mal angucken. Okay, hier sind wir. Also die Städte haben wir noch nicht erkundet, deswegen wissen wir es noch nicht. Ich würde mal raten, dass hier die Pokémon-Liga ist. Oder auch alternativ hier. Wir werden es sehen. Route 1 geht hier lang. Okay, nach unten geht es jetzt erstmal. In der guten Dinge sind es zwei. Ihr seht schon, Zeit. 30 Minuten. Beenden wir den ersten Part heute. An der Stelle. Weiter geht's morgen im nächsten Part hier. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten drei Parts hier noch. Bis zum 24. Bis dann und ciao. Bis morgen.